we saw that he had his uniform on and he wore a brown shirt with a swastika on his sleeve. So obviously these people were well prepared for what is about to happen. Es ist ja nie drüber geredet, in der Familie war eigentlich das Thema bei uns tabu. Über Nacht hat sich alles geändert. Wie ich das erste Mal nach Wien zurückgekommen bin, da haben Leute beim Fenster herausgeschaut. Und ich habe direkt gefühlt auf meinen Schultern, oh, das muss eine sein, die den Hitler weggelaufen ist. Sehe sie da auf und ab gehen da draußen, denke, was will diese Frau da? Ich habe sie gefragt, ob ich irgendwas für sie machen kann. Sie sagt, naja, zeigen Sie mir bitte Ihr Geschäft von Ihnen. Frage, wieso, was interessiert Sie so? Worauf sie sagt, naja, das Geschäft hat einmal meinen Eltern gehört. I don't know if you know what chutzpah means. That means that you have nerve. Und ich habe zu ihm gesagt, können wir dann noch einen Walzer tanzen? Und wir haben tatsächlich den Donner Walzer gesungen. Da sind die Leute stehen geblieben, was ist da los? Und ich habe mit der Witzi den Donner Walzer getanzt. Das ist für mich eine der schönsten Lebenserinnerungen, dass man einem Menschen so viel Freude macht.